Nach dem Gesundheitssprecher der Grünen, Ralf Schallmeiner, hat sich jetzt der Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein von den Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuseher zu Hause. Ich bin heute besonders stolz auf das Community Nursing Projekt. Ich habe das tatsächlich in der eigenen Ordination in den letzten 6 Jahren gesehen, dass dieses Konzept funktioniert. Und wenn man vergleicht Skandinavien, wo die Pflege in der Primärversorgung tatsächlich stärker ist, dann ist das aber ein anderes Konzept. Da geht es nicht um Wundpflege oder um Infusionen oder um Pflegehausbesuche, wo vielleicht zu Hause Wunden gepflegt werden, sondern da geht es um eine Koordination und eine Information in erster Linie. Das heißt, es geht darum, dass man Informationen an die Angehörigen und an die zu Pflegenden zu Hause bringt und Angebote darstellt. Ganz wichtig, das ist eine koordinierende Tätigkeit. Und mit der Änderung des Bundespflegegeldgesetzes soll jetzt die Grundlage geschaffen werden, um neue innovative Projekte von Gebietskörperschaften oder Sozialhilfeverbänden, wie eben jenes zum Community Nursing im Bereich der Pflegevorsorge zu fördern. Das Community Nursing soll einen wesentlichen Beitrag zur niederschwelligen und bedarfsorientierten Versorgung leisten. So wird auf regionaler Ebene eine zentrale Ansprechperson etabliert, die erstens Informationen über Angebote zur Pflege und Betreuung koordiniert und weitergibt. Zweitens soll zum Beispiel durch proaktive Hausbesuche oder Sprechstunden die Gesundheitsprävention durch ein frühes Erkennen gesundheitlicher Risikofaktoren gestärkt und ein möglichst langer Verbleib älterer Menschen im eigenen Zuhause gewährleistet werden. Zum Beispiel ist hier vorstellbar, im Sinne eines Geriatric Assessments, dass man routinemäßig alle 75-Jährigen screent, mit einem Angebot macht, dass man einen Hausbesuch macht über die Pflege und es wird geschaut, wo besteht Bedarf? Nicht, dass die Community Nurse das selber dann abdeckt, sondern dass sie sich das aufschreibt, notiert, Angebote macht und eventuell auch koordiniert. Das heißt, wir wollen so erreichen, dass ältere Menschen, die zu Hause bleiben wollen, in aller Regel auch wirklich länger zu Hause bleiben können. Drittens soll die Community Nurse für individuelle Bedarfe beratend zur Seite stehen. So kann, das habe ich gerade ausgeführt, zum Beispiel älteren Menschen geholfen werden, wenn sie Angebote zur Unterstützung im Haushalt benötigen. Wir starten zunächst mit 150 Community Nurses österreichweit als Pilotprojekt. Das Bundesministerium hat, also mein Ministerium hat hier im Rahmen des österreichischen Aufbau- und Resilienzplans 54 Millionen Euro für die Finanzierung des Pilotprojekts Community Nursing angesucht und es ist auch bewilligt worden, die Laufzeit für die Abwicklung über den Resilienzfonds der EU erstreckt sich von 21 bis 24. Durch dieses Projekt können österreichweit notwendige Veränderungspotenziale identifiziert, analysiert und in weiterer Folge durch eine abschließende Evaluierung, ganz wichtig, zur Weiterentwicklung der Versorgungslandschaft genutzt werden. Und ich freue mich, dass dieses Projekt bereits im Herbst starten wird, Schritt für Schritt und dann in ganz Österreich umgesetzt wird. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist die Frau. Die Community Nurses sollen in Österreich in erster Linie eine informierende und eine koordinierende Funktion erfüllen, wie etwa die Beratung von Angehörigen. Das Pilotprojekt startet im Herbst mit 150 Community Nurses österreichweit, so der Gesundheits- und Sozialminister.